Die Ahnen rufen uns! Was soll ich tun? Okay, Heilerin verloren. Wir sind in Gefahr! Wer ruft Platz? Mach Platz! Aus dem Bild! Mehr davon! Los! Kleiner Streitkolben, auch gut. Habe ich überhaupt mit ihr schon geredet? Da reden wir mal mit ihr. Sie kreisen uns ein! Noch schnell. Ich höre! Zur Seite! Zur Seite! Zur Seite! Aus dem Bild! Zur Seite! Zur Seite! Ah, jetzt kommen wir dann in das Lager hier. Nach Platz! Was ist euer Begehr? Wie ihr wünscht. Sprecht! Wie ihr wünscht. Ja, zur Seite! Mach Sie Platz. Kreisen uns ein! Zur Seite! Das ist eine Falle! Wir haben euch beobachtet, als ihr den Wall heraufgekommen seid. Wer seid ihr? Und was führt euch hierher? Ich bin auf dem Weg nach Norden, Frau... Verzeiht, ich bin Tamira. Ich besitze den größten Hof hier auf dem Wall. Warum habt ihr die Söldner angegriffen? Wir haben euch nicht um eure Hilfe gebeten. Nun werden sie sich an uns rächen. Ihr müsst beenden, was ihr begonnen habt. Nur wenn keiner von ihnen mehr zu ihrem Nest in Falonsheim zurückkehrt, sind wir in Sicherheit. Könnt ihr mich unterstützen? Was meint ihr? Mit Haken und Schaufeln? Nein, mit Holz und Eisen. Erst müsst ihr uns von dieser Söldnerplage befreien. Und denkt daran, unser Land ist karg und arm. Erwartet also nicht zu viel. Ja. Mehr davon! Ja, zur Seite! Die Diener der Nacht sind hier! Eine feindliche weiße Heilung. Wow, kommt nur her! Ja, zur Seite! Die Diener der Nacht sind hier! Aus dem Bild! Ach je. Ich höre. Los, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! In Windeseile! Ihr zieht euch alle sofort zurück. Wow, kommt nur her! Feinde! Zu den Bögen! Was für eine Scheiße. Eine Windschützin und vier von den anderen. Lasst sie nur kommen! Es sind zu viele! Das ist eine Falle! Meine Axt wartet schon! Mein Bogen für die Rune! Lasst sie nur kommen! Feinde! Zu den Bögen! Ihr seid schwach! Volle Feuerkonzentration auf den Titan, den Gegner. Wehrt euch, Schwestern! Ja. Niethals auf mich rächen! Ich Feinde! Eine Falle. Zu den Bögen! Die Ahnen rufen uns! Wir sind in Gefahr! Lasst sie nur kommen! Elends Segen! Feinde! Elends Segen! Zu den Bögen! Wow, kommt nur her! Die Ahnen rufen Diener uns! Diener der Nacht sind hier! Meine Güte, ey.
Mein Bogen für die Rune. Eine Windschützin und eine Heilerin haben wir verloren noch. Ja, zur Seite. Geht es los? Wer ruft? Feinde, zu den Bögen. Die Ahnen rufen uns. Nur zu! Elends Segen! Mein Bogen für die Rune! Was soll ich tun? Ups. Was soll ich tun? Halb so wild. Schnell wie ein Pfeil! Befehlt! Sie kreisen uns ein! Schnell wie ein Pfeil! Das ist eine Falle! Wo ist mein E-Type-Titan? Da ist mein E-Type-Titan. Diener des Feuers, Topas, Heldentöter. Wehrt euch, Schwestern! Zu allem entschlossen! Guter Lederhelm, Diener der Erde, Meisterring der Diebe. Wow, kommt nur her! Die Diener der Nacht sind hier. Wer ruft? Was soll ich tun? Ernst, ihr steht direkt neben den Gebäuden. Haut sie. Hier bin ich. Sie kreisen uns ein. Guck mal, wie schnell die Eliten das niederprügeln können. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Kämpfer. Oh, noch ein dunkler Greif. Ja. Haben wir noch Verluste gemacht? Ja, einen. Kann aber jetzt gerade nicht ausmachen, was es ist. Wer ruft mich? Seid auf der Hut! Ja, zur Seite. Okay, ich denke mal, wir können sie ausbilden, aber im Augenblick können wir erstmal auf sie verzichten. Ja, vorwärts. Und los. Für den Orden. Hinfort mit euch. Ja, wenn wir Glück haben, ist das letzte Lager vor der Spitze. Lasst sie nur kommen! Wehrt euch, Schwestern! Mehr davon! Los! Sofort! Mir nach! Folgt mir! Die Teils wird mich rächen! Lasst sie nur kommen! Feinde! Zu den Bögen! Hinfort mit uns! Lasst sie nur kommen! Wer ruft mich? Wir sind in Gefahr! Die Teils wird mich rächen! Ihr seid hier, ruft mich! Sie kreisen uns ein! Hinfort mit uns! Es sind zu viele! Ja, stirb einfach, Küster, greif. Wer ruft mich? Die Ahnen rufen uns! Lasst sie nur kommen! Du.
Mehr davon! Los! Und ja, das geht dann hoch zum feindlichen Hauptlager. Wow, kommt nur her! Durch mindestens noch ein greift durch. Das ist eine Falle! Wir sind in Gefahr! Aus dem Bild! Cord Dunham? Sie kreisen uns ein! Wow, kommt nur her! Wehrt euch, Schwestern! Oh, da liegt noch ein Kommandant der Breia Wolfs. Der Breia Wölfe. Wehrt euch, Schwestern! Ja, mehr davon! Los! Noch ein Wolfszeichen. Ja, und ich muss irgendwann mal demnächst wirklich ordentlich verkaufen. Auch was das hier angeht, da haben wir auch schon, wie viel? 20 Seiten. Mal gucken, ob wir die nicht so auf 10 wenigstens reduzieren können. Wir sind in Gefahr! Ja, ich glaube, jetzt habe ich den Feind soweit ausgeräuchert. Ja, zur Seite! Dass er keine Macht Platz! Direkte Gefahr mehr ist. Endlich gerettet! Die Rote Legion dankt euch für eure Hilfe. Wo ist diese Rote Legion, von der ihr sprecht? Diese Hunde haben alle meine Männer niedergemetzelt. Nur mich haben sie als Geisel verschont. Als Geisel für die große Schlacht um Farlons Heim. Eine Schlacht um Farlons Heim? In der Tat. Wir, die Rote Legion, kämpfen schon lange mit den Breia-Wölfen um dieses Land. Es befindet sich jenseits von Mulandir. Farlons Heim beherbergt eine der letzten großen Wasserquellen dieser Region. Unser Stützpunkt befindet sich dort. Und dort wird sich auch die Schlacht um die Düsterlande entscheiden. Mit den Wölfen vor uns und Urams alten Dämonenhorden im Rücken bleibt uns allerdings nur noch wenig Hoffnung. Warum lenkt ihr eure Schritte nicht nach Farlons Heim? Jemand wie euch können wir brauchen. Was bedeuten diese Wolfsabzeichen? Sie sind das Zeichen der Breia-Wölfe. Jeder, der eines trägt, hat Anrecht auf einen Teil der Beute. Dann sollte ich wohl meinen Anteil einfordern. Wenn ihr in Schmerz und Tod bezahlt werden wollt, nur zu! Ihr würdet bei den Wölfen kaum Freunde finden. Aber der Kommandant der Roten Legion, Halikos, zahlt ein Kopfgeld für jedes Wolfzeichen, das wir ihm bringen. Er wird euch sicher denselben Preis zahlen. Ihr findet ihn bei unserer Garnison in Farlons Heim. Was ist die Rote Legion eigentlich? Einst waren wir Urams Streitmacht im Konvokationskrieg. Unter seinem Banner zogen wir gegen Hokans untote Horden und hielten den Gottwall gegen ihren Ansturm. Mit den Jahren des Krieges beschwor Uram jedoch immer mehr Dämonen in seinen Dienst. Wir wurden zur Handlangern der Roten Horde. Als es ihm gelang, den großen Dämonen Ulata unter seinen Willen zu zwingen, war unser Sieg zum Greifen nah. Doch dann brach die Konvokation herein. Heute ist Ulata von unserem Verbündeten zu unserem Jäger geworden. Seine Schergen rücken immer weiter vor, auf der Suche nach Fleisch. Wer ist Ulata? Er ist einer der großen Dämonen, ein Anführer der Roten Horde. Uram beschwor ihn und zwang ihn, seine Diener aus der Tiefe gegen Urams Rivalen Hokan zu senden. Ulata warf mit seiner Horde Hokans Armeen zunächst zurück. Doch man munkelt, Hokan habe daraufhin seinerseits eine noch schrecklichere Armee heraufbeschworen. Jetzt ist der Krieg vorbei. Uram ist tot und Ulata ohne Meister.
So verwüsten seine Horden das Land und vernichten alles Leben, das nicht von Rauch und Asche erstickt wird. Was genau hat Hokan Ulata entgegengeworfen? Ich war nicht dort und nur wenige haben die Schlacht um Kaithalur überlebt. Sie berichteten von kreischenden Ungetümen aus schwarzem Eisen, die grauenvoll unter unseren Reihen wüteten. Fragt Kommandant Halikos in Farlonsheim. Er war in jener Schlacht dabei, auch wenn er sich nicht gern daran erinnern wird. Ja, die Eisernen. Ein paar davon haben wir schon kennengelernt, ein paar blockieren den Weg weiter. Gut, ich würde aber sagen, wir machen mal wieder hier einen Cut. Also wird gespeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder.